Gesprochen habe ich mit euch zwar noch nicht, aber begrüßt habe ich euch schon. Das war die deutsche Gebärdensprache und heißt Hallo und herzlich willkommen. Hallo zur neuen Schnappfisch-Sendung hier auf Tide. Heute geht es bei uns um Gesten und Mimik. Die Art, wie ich euch begrüßt habe, war ja schon recht ausgefallen, aber wie man sich noch begrüßen kann, das seht ihr im nächsten Beitrag. Täglich nutzen wir sie, wenn wir uns zufällig treffen, wenn wir uns sehen, uns einfach kennen und selbst wenn nicht. Begrüßungen. Und wir kennen sie alle. Wie begrüßt ihr euch? Handheben oder winken, das sind so meine Begrüßungsgesten. Das Hallo auf die Schulter klopfen. Umarmung, was ich nicht mache. Küsschen, Küsschen, so und so nicht. Ja, Handschütteln natürlich auch. Und in die Augen halt gucken. Ja, Handschlag, Umarmung, Küsschen rechts und links. Ich glaube, das sind die gängigen. Winken, Hallo sagen, Hand geben, Küsschen rechts, Küsschen links. Ich bin ein Händeschüttler. Gerade in den westlichen Ländern ist man überwiegend ein Händeschüttler. So gut wie jeder kennt diese Geste. Aber weiß auch jeder, woher diese so übliche und standardisierte Handbewegung stammt? Gute Frage. Keine Ahnung. Vielleicht, um einfach so einen ersten Kontakt herzustellen oder so. Ich weiß es nicht. Oh nee, das weiß ich nicht. Nee, weiß ich wirklich nicht. Also, den Pfadfindergruß von Baden-Powell, den kenne ich. Aber ansonsten, nee, weiß ich absolut nicht. Ja, die Hand drückt in der offenen Form eher Frieden und Freundschaft aus. Ne? Auch so, ne? Hallo, ne? Also jetzt nicht. Schräg, ja bitte. Also hallo, ne? Ist eine offene freie Hand und nicht die Faust und nicht der Kampf, ne? Vielleicht ist das erste ein Zeichen von Freundlichkeit, weil man Körperkontakt sucht. Aber ich meine, andererseits macht man es natürlich auch bei Geschäftspartnern oder sonstigen, ne? Also den genauen Grund weiß ich nicht wirklich. Boah, das weiß ich nicht. Da kann ich gar nichts zu sagen. Hand geben gibt jeder sich, jeder Geschäftsmann gibt sich die Hand. Jeder gibt sich die Hand, also das weiß ich nicht. Der typische Händedruck ist bei Klein und Groß bekannt und diente wie das Winken als Zeichen für eine friedlich gesinnte Absicht und zeigte zugleich die leere Hand. Das symbolisiert das Nichtbenutzen einer Waffe. Es gibt auch die Kussbegrüßung auf den Wangen jeweils, ein Kuss. Neben dem sehr beliebten Kuss auf die Wangen gibt es noch ein altbewährtes, intimes Begrüßungszeremoniell, den Handkuss. Aber wird er denn tatsächlich noch angewandt? Ein Händekuss. Küsst die Hand, schöne Frau. Eher aus Spaß, aber nicht wirklich ernsthaft. Hier ist alt hergebracht, zu konservativ sowas. Ne? Auch ein bisschen unterwürfig, unehrlich. Handkuss ist unehrlich. Ja, so oldschool, oder? So viel Gentleman steckt in der jungen Generation nicht mehr. Ja, so Handkuss, weiß ich nicht, ist altmodisch. Welche Bedeutung hat dieser Kuss? Welche Bedeutung das genau hat, weiß ich auch nicht. Na, das kommt wahrscheinlich noch so aus der feineren Sparte irgendwie. Aber woher genau, weiß ich es auch nicht. Also der Zar zum Beispiel war derjenige, der dem Volk was gegeben hat. Und dafür müsste man das Hand küssen, halt in dem Sinne danken. Der Handkuss gegenüber Damen kam mit dem spanischen Hofzeremoniell Ende des 16. Jahrhunderts nach Deutschland. Dabei berühren die Lippen des Küssenden nie die Hand der Geküssten. Ein Handkuss dient der Unterwerfung und Verehrung. Bei Gläubigen sieht man es, wenn sie die Hand des Papstes küssen. In manchen orientalischen Kulturen hat der Handkuss eine andere Bedeutung. Die Hand zu küssen, der Bedeutung, es bedeutet einfach mal, dass man den Menschen respektiert und auch ehrt. Und das verbinde ich damit auch. Also so wurde es mir auch beigebracht. Wer kennt das nicht? Man geht fröhlich seine Wege und beim Vorbeigehen grüßt man herzlich aus der Ferne. Den Speergruß kann man heutzutage zu vielen Gelegenheiten nutzen. Meistens zur Begrüßung weiter wegstehender Personen, wozu er auch ursprünglich gedacht war. Ich glaube, ich weiß ja. Ich hätte es eher so Militär oder sowas zugeordnet, glaube ich. Früher haben die Herren ja ihre Hüte hochgenommen, wenn sie dann gegrüßt haben. Und heute trägt man keinen Hut mehr. Vielleicht ist das einfach, dass man genau die Restgeste vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber könnte ich mir durchaus vorstellen. Oh Gott, war das ein Witz? Irgendwas war das mit, nee, das war mit Anstoßen. Das war mit dem Bier Anstoßen.
dass man ordentlich gegenknallt, dass es überschwappt, dass man weiß, dass man nicht vergiftet wird. Aber mit dem Gruß echt nicht. Okay. Klär uns bitte auf. Der Speergruß diente, wie der Name schon fast verrät, dem Spähen. Durch seine Rüstung hatte ein Ritter nun begrenzte Sehfähigkeiten. Wenn sich zwei Ritter trafen, mussten sie wissen, ob es Feinde oder Verbündete sind. So klappten sie das Visier hoch, um die schon von Weitem zu erkennen. Sie spähten also aus. Selbstverständlich gibt es noch viele weitere Begrüßungsgesten. Unter anderem den Handschlag, der sich mittlerweile stark in unsere Gesellschaft integriert hat. Bei so vielen Begrüßungsmöglichkeiten, da bleibt euch die Qual der Wahl.